Hallo allerseits und herzlich willkommen zu der Rezension eines Buches bzw. Hörbuches, von dem ich hoffe, dass ihr es alle eigentlich schon längst gehört habt, weil es das kostenlos auf Spotify gibt. Natürlich könnt ihr es, wenn ihr es lieber lesen möchtet, als Buch kaufen. Ihr könnt es als Hörbuch kaufen oder eben kostenlos auf Spotify hören. Genau, und das Buch, was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten, liest Alice Hesters, also die Autorin sogar selber. Ihr kennt sie eventuell von ihrem Podcast Feuer und Brot. Und in diesem Buch geht es eben um verschiedene Kapitel, die mit Rassismus zu tun haben. Also Kapitel im Sinne von Lebenskapitel, Lebensabschnitte, Lebenserfahrungen. Das sind konkret eben so der Bereich des Alltags, also zum Beispiel der Umgang mit dem R-Wort oder doppelte und halbe Staatsbürgerschaften, ob es das überhaupt gibt, was das genau heißt. Kann man eine doppelte oder eine halbe Identität überhaupt haben? Ja, das Phänomen der Angry Black Women, also wütende schwarze Frauen, beleuchtet Alice auch in ihrem Buch. Oder auch, was gleichzeitig das Paradoxon von Einzigartigkeit, aber auch Unsichtbarkeit für schwarze Menschen bedeutet. Dann beschäftigt sie sich auch damit, wie es ihr in der Schule ergangen ist. Sie hat ein Auslandsjahr in den USA gemacht, ich glaube in Philadelphia, wo es halt einfach viel mehr Schwarze gab als in ihrer Klasse in Deutschland, wo sie, als in die Kolonialgeschichte durchgenommen wurde, auch die einzige Schwarze war, was sicherlich auch eine ganz, ganz, ganz angenehme Erfahrung war. Immerhin wurde die Kolonialgeschichte bei ihr überhaupt behandelt. Gibt ja auch genug Leute, die es bis ins Erwachsenenalter schaffen, ohne jemals davon gehört zu haben, dass Deutschland mal Kolonien hatte. Es geht auch darum, dass manche da auch so gesagt haben, so, oh ja, ich wäre auch gerne schwarz oder keine Ahnung so. Und wie ist das, schwarz zu sein? Sie beschäftigt sich auch mit Beziehungsleben zum Beispiel. Also ein Kapitel heißt halt auch wirklich so, deine erste schwarze Freundin. Weil es ja auch manche Leute gibt, die so sagen, oh wow, ich wäre mal gerne mit einer Schwarzen zusammen. Das ist ja voll exotisch oder so. Und es gab tatsächlich einen Fall in meinem Umfeld von einer Person, die jetzt nicht wahnsinnig schwarz ist, aber wo man halt erkennen kann, dass da irgendwie was drin steckt, wo dann Freundinnen später, jahrelang später gesagt haben, so, ja, als ich dich damals kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, so, oh cool, mit der wäre ich gern befreundet, die sieht ja voll exotisch aus. What the fuck? So, und dann geht es eben auch um Dating und dass man ja zum Beispiel als schwarze Person auf Tinder viel öfter weggeswiped wird. Es geht um das Thema Körper, also Haare, Haut, Muskeln, den Po, der ja auch krass fetischisiert wird bei Frauen, also gerade bei schwarzen Frauen. Und es geht aber auch um Familie, was Familie bedeutet, wie Alice ihre Familie, ihr Aufwachsen in Familie erlebt hat, wie ihr beigebracht wurde, wie sie mit Rassismus umzugehen hat oder auch nicht und wie ihre verschiedenen Familienmitglieder so waren, weil sie in Philadelphia auch bei dem Onkel zum Beispiel gewohnt hat. Und alles in allem geht es also darum, wie es ist, als schwarze Person in Deutschland aufzuwachsen, was damit einhergeht, was für Diskriminierungserfahrungen auch gemacht werden, woran Weiße einfach auch teilweise schuld sind, dass das Leben so schrecklich kompliziert sein muss für Schwarze und was auch getan werden kann. Also wenn man dieses Buch hört, kann man jetzt nicht mehr sagen, oh, ich weiß ja gar nichts. Was könnte ich bloß besser tun? Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Wörter, die Alice Hesters eben in ihrem Buch verwendet, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen kann. Aber das Coole ist, also ich nehme an, dass es im normalen Printbuch so eine Art Anhang oder Glossar gibt. Hier gibt es auf jeden Fall so ein Booklet, wo eben diese verschiedenen Begriffe oder auch mal Persönlichkeiten, die sie erwähnt, von denen nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Mensch davon schon mal gehört hat, nochmal erklärt werden, was mega gut ist zum Nachlesen, sehr hilfreich. Gerade auch, wenn das halt im Podcast oder, Quatsch, im Podcast, im Hörbuch halt so fällt und dann hat man es irgendwann gehört und dann wird darauf später nochmal eingegangen und vielleicht weiß man dann nicht mehr so ganz genau, was da mal mitgemeint ist, obwohl sie es sehr gut zwischendurch erklärt. Also man hat wirklich das Gefühl, dass sie sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat und wahrscheinlich in ihrem Leben auch machen musste, wie man weißen Menschen Rassismus-Erfahrungen erklärt, so dass sie das auch verstehen, ohne diese Erfahrung jemals an einem einzigen Tag ihres Lebens selbst gemacht haben zu müssen. Und das gelingt ihr wirklich außerordentlich gut. Also ich bin ja mit einem schwarzen Vater aufgewachsen und mit einer Schwester, die ein bisschen dunkler ist als ich und
Also ich hatte ja als Kind immer relativ blonde Haare und meine Schwester hatte halt von Geburt an dunkelbraune Haare. Das heißt, bei ihr hat man auch eher gesehen, dass, also sie sah unserem Vater äußerlich ähnlicher als ich auf jeden Fall. Bei mir sind voll viele Leute überhaupt gar nicht darauf gekommen, dass ich einen schwarzen Vater haben könnte. Bei ihr hat das die Leute dann nicht ganz so verwundert. Aber trotzdem ist es halt nochmal was ganz anderes, ob man mit Menschen in der Umgebung aufwächst, die potenziell Rassismuserfahrungen machen, oder ob man davon selber betroffen ist. Und ich habe nun mal ein ziemlich diskriminierungsfreies Leben bisher geführt, wenn wir jetzt meine Haare mal außen vor lassen. Und ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Aber das Ding ist, dass natürlich jetzt nicht jede schwarze Person Lust hat, dass jeder weißen Person, die noch nie rassistische Diskriminierungserfahrungen machen musste, alles von Grund auf jedes Mal neu zu erklären. Und da ist, was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten, eigentlich ein mega guter Ansatzpunkt, weil darin so viel so ausführlich erklärt wird, aber auch so verständlich, dass man es verstehen kann. Also klar, man merkt, dass Alice Hester studiert hat, so vom Sprachgebrauch, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr verständlich und dann müsste man halt nicht immer zu seinen schwarzen Freundinnen gehen oder Verwandten, falls man die denn hat, oder Bekannten oder Leuten, die man vielleicht überhaupt gar nicht so gut kennt oder gerade erst kennenlernt und die fragen, ja, kannst du mir das mit dem Rassismus alles mal erklären? Sondern das hier ist so dieses, also es wird ja ganz oft, wenn man sich in den sozialen Medien umguckt, gefragt so, oh, wo kann ich denn was mal über die Erfahrung lernen? Wo kann ich das denn erklärt kriegen? Und genau dieses Hörbuch ist ein super guter Ansatzpunkt, finde ich persönlich, um erstmal so einen Überblick darüber zu haben, wie sehen Lebensrealitäten von schwarzen Menschen in Deutschland potenziell aus? Was sind vielleicht Dinge, die ich so gar nicht wahrnehme? Und da kriegt man es einfach mal von Grund auf erklärt. Natürlich muss man auch sagen, das ist die Erfahrung von einer Person. Klar, Alice heißt das, wird auch mit ganz vielen anderen Menschen gesprochen haben. Und sie ist ja auch mit Menschen in der Familie und im Freundeskreis und so weiter aufgewachsen, die auch nicht alle weiß waren, ne? Aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, wenn man ein Buch gelesen hat, weiß man jetzt alles und ist ganz schrecklich krass aufgeklärt zu 100% und muss sich nie wieder mit dem Thema beschäftigen. Das auf gar keinen Fall. Also da sollte man weiter zuhören, wie die Erfahrungen auch von anderen Menschen sind. Jeder geht damit ja auch individuell um und ich denke, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Aber ich finde, dass es eben ein mega guter Ansatzpunkt ist, gerade für Menschen, die vielleicht noch gar keine Gedanken sich darum gemacht haben, um das Thema rassistische Diskriminierungserfahrung oder vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, einfach in einer so weißen Ortschaft aufgewachsen sind, dass sie nie die Gelegenheit dazu hatten oder nie die Notwendigkeit erlebt haben, dass sie sich damit hätten beschäftigen müssen. Und dadurch, dass das einfach so wahnsinnig gut erklärt ist, dass es sehr ausführlich erklärt ist, aber es trotzdem dabei nie langweilig wird und es auch in unheimlich kleine Abschnitte geteilt ist. Also auf Spotify zumindest geht jedes Mini-Kapitel irgendwie 1 bis 2 Minuten. Da ist man super flexibel und auch hier so die verschiedenen Abschnitte. Ich habe ja gerade mal die Überkategorien vorgelesen und die sind nochmal in Kategorien geteilt. Also das ganze Hörbuch geht, okay, 6 Stunden 40. Man ist schon ein bisschen damit beschäftigt, aber das sind als Buch 208 Seiten. Also beim Selbstlesen würde ich dafür vielleicht 2 Stunden brauchen. Und ich denke, das kann man sich mal ganz gut geben. Das ist super gut strukturiert. Teilweise kann man die Kapitel auch unabhängig voneinander so ein bisschen lesen, auch wenn ich empfehlen würde, die alle zu lesen. Genau. Und ich hasse es ja, wenn es um die Erfahrung, die ein Mensch persönlich gemacht hat, individuell, das bewerten zu müssen, aber mein Kanal basiert immer auf diesem Konzept von Bücherbewertung. Und so werde ich auch Alice Hester, was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten, einen Bücherengel geben, nämlich den goldenen, dafür, dass es einfach so unfassbar gut erklärt ist. Es ist keine Wertung des Inhaltes, es ist nur eine Wertung dafür, dass es sehr gut erklärt ist, dass es sehr verständlich ist, dass es nochmal ein Glossar gibt. Zumindest das Hörbuch ist super angenehm zum Hören, mit ihrer Stimme, mit ihrem Sprechtempo, das ist, kann man sehr gut hören. Und es ist auch einfach sehr vielfältig. Es fängt einfach auf einem sehr niederschwelligen Level an. Und das finde ich mega gut. Darauf bezieht sich die Bewertung ganz sicher nicht auf Alice Hesters Erfahrung. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch ein informatives Hörbuch vorstellen konnte und dass ihr euch das alle anhört. Das ist natürlich nicht das Einzige. Falls ihr noch coole weitere Empfehlungen habt, gute weitere Empfehlungen habt, die man sich anhören kann, dann lasst mich das wissen. Schreibt die gerne unten in die Kommentare. Bis dahin, bleibt fit, munter und gesund, haltet Abstand, wascht euch die Hände, tragt eine Maske und
Bis zum nächsten Mal.